November und wir haben hier Laub und Nadeln, die runterfallen und einen alten Maronenröhrling, der schon hinüber ist. Sind die so weich, dann kann man so einen Röhrling hier nicht mehr für Speisezwecke gebrauchen. Ist zumindest nicht zu empfehlen. Schade, der Schub Maronen, die man jetzt noch findet, schon hinüber. Dafür hat es einen frischen Schub von Rotfußröhrlingen gegeben. Und der sieht doch noch richtig gut aus, kann man also auch mal entnehmen. Gleich zwei schöne, satte Exemplare bauen, also das sind ja fantastische Vorzeigeexemplare. Schön mit dem rot geflammten oder gepunkteten Stiel, zur Stielspitze gelb werdend, schön zitronengelbe Röhren und einen filzigen, samtigen, braunen Hut. Und ja, der Rotfußröhrling, ein Speisepilz, ein essbarer Pilz. Hier haben wir die Variation Herbstrotfußröhrling, sagt man auch ein stattlicher Rotfußröhrling dazu. Und ja, die neigen halt wie alle Rotfußröhrlingen ein bisschen dazu, in den Röhren Schimmel zu bekommen. Da muss man sicherlich gut darauf achten. Aber wenn die so schön sind wie die hier Exemplare hier, sind das auch fantastische Speisepilze. Mal schauen, was uns noch so begegnet. Ja, sie sind noch klein, aber sie sind am Kommen. Häufig im November kommen die Trompetenpfifferlinge. Man nennt sie auch durchbohrte Leislinge. Man sieht hier auch, dass sie ja so ein Loch in der Mitte haben. Ja, die Lichtverhältnisse sind gerade etwas schwierig hier zum Filmen. Aber naja, ich denke, man sieht es. Gehört in die Familie der Leislinge. Und wenn man Leislinge sicher identifizieren kann, sind da ja keine Giftpilze darunter und die allermeisten sind auch gute Speisepilze, so auch hier der Trompetenpfifferling. Ja, hier auch was Schönes. Semmelstoppelpilze, schon lange nicht mehr gesehen. Die Semmelstoppelpilze, typisch diese Weckli-Farbe, diese Semmelfarbe, diese Brötchenfarbe hier. Und Stoppelpilze, die haben eben Stoppeln oder sehen fast ein bisschen aus wie Eiszapfen hier. Sind schöne Pilze und auch essbare Pilze und relativ gut kenntlich und zumindest meiner Meinung nach kaum zu verwechseln. Aber Verwechslungsmöglichkeiten liegen ja immer im Auge des Betrachters. Ja, und wunderschöne Fliegenpilze, die natürlich keine Speisepilze, ganz im Gegenteil, sind ja Giftpilze, aber auch hervorragend schöne Pilze. Ja, und hier mit dem schuhlederbraunen Hut und dem gelben geflockten Stiel, der flockenstielige Hexenröhrling. So, kriege ich meinen Spiegel noch in den Einsatz bereit. So, rote Röhrenmündungen und stark schwarz-blau anlaufendes Fleisch bei Druckstellen und Verletzungen. Ein schwerer, verdaulicher, aber essbarer Pilz. Ja, das ein Meer aus safranbraunen Riesenschirmlingen hier. Ja, auf dieser Lagerstätte besteht auch immer eine gewisse Verwechslungsgefahr mit Gift-Riesenschirmlingen oder Gartenschirmlingen. Auch die haben einen verschiebbaren Ring, einen wollig-schuppigen Hut. Meist ist der Stiel etwas kürzer, wobei auch bei denen hier ist jetzt der Stiel nicht übermäßig lang. Im Vergleich zum Hutdurchmesser haben sie so eine verdickte Basis. Und ja, hier diesen verschiebbaren, drehbaren Ring. Na, gehst du weg, so kann man rauf und runter schieben, denn dadurch gut von der Gattung der Schirmlinge, der gehört eben zu den Riesenschirmlingen, unterscheiden. Und ja, da soll es wohl auch schon zu Unverträglichkeitsreaktionen gekommen sein. Ja, und wegen der Verwechslungsgefahr, ja, ist man da ein bisschen im Zweifel, ob man den noch freigeben soll. Der rötet ja hier so an angekratzten Stellen. Der Riesenschirmling, der sicher noch freigegeben wird, ist der Parasol. Der hat aber nicht einen rötenden, glatten Stiel, sondern der wäre am Stiel genattert.
hat dann aber auch einen verschiebbaren Ring und so einen wollig schuppigen Hut. Aber eine Riesenmenge hier, also da könnte man gleich einen Wintervorrat anlegen von. Der Safran soll auch schon hier zu Unverträglichkeitsreaktionen geführt haben. Ich persönlich habe das bei mir noch nicht feststellen können, aber naja. Aber sieht echt toll aus, wie die hier so stehen. Hier haben wir Schopftämpflinge direkt am Wegrand, eigentlich auch ein etwas einfacher, kenntlicher Pilz. Der bleibt ja so Brennnesselbalzen säulenförmig, der muss aber innen noch schneeweiß sein, um ihn noch essen zu können, denn der wird sich mit Sporenreife zu diesen zerflossenen Pilzen hier entwickeln. Denn der zerfließt wirklich tintenartig, bis nichts mehr übrig ist, außer hier das Kopfteil. Und ja, das ist auch wirklich so schmierig wie Tinte. Und man hat das Zeug wohl auch schon früher mit Gummiarabikum gemischt und dann als ja, Tinte zum Schreiben verwendet. Auf dem Stumpf haben wir Stockschwämmchen. Stockschwämmchen sind ja essbar, besteht aber erhebliche Verwechslungsgefahr mit Giftpilzen. Also ich bin mir da schon bald am überlegen, ob ich die überhaupt noch zeigen soll, weil wenn man sieht, was die Leute so in den Fingern haben auf der Suche nach Stockschwämmchen, das ist eine Katastrophe und man hofft bloß, dass sie die zeigen gehen, dass sie diese Experimente überleben, weil ja, da gibt es auch nebst magen-darm-giftigen Schwefelköpfen auch tödlich giftige Gifthäublinge, die in so einem Format hier erscheinen können. Die sind so giftig wie der grüne Knollenblätterpilz, also Amatoxine, lebergiftig. Und die enden häufig, meist zu 30% enden solche Vergiftungen tödlich. Reizker, hervorragende Speisepilze, beziehungsweise ja, man liebt sie oder man hasst sie. Die haben einen intensiven, starken Eigengeschmack. Die Reizker, das sind ja die Milchlinge, die so orange-rötlich, so karottenrot bei Verletzung milchen. Und diese Sprödblättler, also spröde, brechenden Pilze in dieser Größe, wenn sie nicht Helmlinge sind und solche orange-rote Milch haben, dann sind es Reizker und Reizker sind allesamt essbare Pilze, sind alles Speisepilze. Hier der Lachsreizker, ein Symbiosepartner ausschließlich von ja, Weißtanne und ohne Grüntöne im Hut und der ganze Pilz so orange in seiner Färbung. Ist ein Bratpilz, man sollte den braten und ja, besonders gut kommt der gebraten, kurz angebraten in der Pfanne mit Kartoffeln vom Vortrag in eine Gratinform und mit Raclette-Käse darüber, Salz und Pfeffer, also vor allem Pfeffer etwas drauf und dann noch fertig backen, das schmeckt wirklich hervorragend. Ja, und dann habe ich hier tatsächlich noch einen Frauentäubling entdeckt, nicht mehr ganz das jüngste, frischeste Exemplar, aber ja, markant seine Hautfarbe, die kann aber recht variabel sein und wichtig beim Frauentäubling, einen, den man ohne Geschmacksprobe gut zuordnen kann, sind die wachsigen, speckigen und biegbaren Lamellen, sonst bei den Täublingen splittern die ja sofort ab. Und der hier, der ist eben essbar. Ja, hat dir das Video gefallen? Lass mir gerne einige Satz da über diese Lightning-Adresse. Außerdem kannst du mit dem Empfehlungscode FUNGI in der Relay-App einiges an Gebühren sparen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald in einem weiteren Video. Tschüss!